Der Herbst ist da und damit die Zeit für einen Reifenwechsel. Worauf achten Sie beim Reifenkauf und wie informieren Sie sich dabei? Wir haben in Magdeburg nachgefragt. Worauf achten Sie denn beim Reifenkauf? Auf den Preis, auf dem Profil und auf die Bewertung. Ich würde immer Neuwert geben beim Fachhändler. Winter-, Sommerreifen, das wäre es für mich. Von der Sache her ist mir das ziemlich wurscht, weil ich in eine Werkstatt gehe und die mir die empfehlen. Reifen sind ja der Teil vom Auto, der den einzigen Kontakt zur Straße führen. Deswegen ist Qualität, denke ich mal, da immer wichtig bei Autoreifen. Also würde ich eher auf die Qualität achten als auf den Preis. Was wäre Ihnen da wichtig? Na, dass sie auch lange halten. Weiter nichts. Ja, dass der Abrieb eben ordentlich ist, dass er nicht so schnell abreibt, dass im Sommer die Regenfähigkeit gut da ist und im Winter ein auf Eis und Schnee, das gut läuft. Haben Sie schon mal im Internet gekauft? Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Die waren eigentlich sehr gut, die Erfahrungen. Es kam so, wie ich es bestellt hatte. Gute Qualität, gut verpackt, guter Preis. Ist ja aus dem Großhandel gekommen. Genau, wo die anderen Händler auch kaufen. Und damit herzlich willkommen zur Drehscheibe. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Also, dass mit dem Herbstanfang ein Boxenstopp ansteht und es Zeit wird für einen Reifenwechsel, das sollte jedem Autofahrer klar sein. Doch bei der Auswahl der Reifen heißt es genau hinschauen. Denn immer mehr Billigreifen aus Asien drängen auf den deutschen Markt. Und die bringen in verschiedenen Tests teilweise erschreckende Ergebnisse auf die Straße. Wie aus dem Nichts einstehendes Fahrzeug Vollbremsung. Doch es reicht nicht. Nicht immer ist da der Fahrer schuld. Es kann auch an den Reifen liegen. Und die müssen noch nicht einmal alt und abgefahren sein. Denn wie gut ein Reifen ist, wie er sich bei Regen verhält, wie schnell er bei einer Vollbremsung greift, das sieht man ihm nicht an. Die Gesellschaft für technische Überwachung hat deshalb den Test gemacht. 6 verschiedene Billigreifen aus China und Osteuropa mit einem Topreifen verglichen. 2 Testfahrer im gleichen Fahrzeug sind durch Kurven gerast und bei 100 Stundenkilometern voll in die Eisen gestiegen, auf trockener und auf nasser Fahrbahn. Sie haben so ziemlich alles geprüft, die Ergebnisse erschreckend. Wir haben dramatische Abflüge gehabt der Fahrzeuge, die Kurvenstabilität war nicht gegeben, Aufschwimmen auf nasser Fahrbahn war gegeben. Bei Vollbremsung aus 100 Kilometern ist das Fahrzeug 12 Meter später zum Stehen gekommen. Das bedeutet, dass da, wo das Fahrzeug mit ordentlichen Reifen zum Stehen kommt, hat das Fahrzeug mit schlechten Reifen noch eine Restgeschwindigkeit von 44 Kilometer. 44 km/h noch 12 Meter Bremsweg können manchmal entscheidend sein. Jeder 8. bestellt seine Reifen im Internet, Tendenz steigend. Reifengröße eingeben, Winter-, Sommer-, Allwetterreifen, fertig. Über die Reifenqualität steht wenig geschrieben, für viele zählt, Hauptsache billig. Gefühlt hat man Schnäppchen gemacht, wenn man im Internet kauft. Man guckt ja immer auf die paar Euros hier und da. So ein Reifen kostet immer zwischen 50 und 70 Euro, glaube ich. Und ich achte schon darauf, dass es ein Markenreifen ist und nicht irgendeiner aus Made in, sagen wir mal, nix. Qualität ist ganz arg wichtig, weil ich transportiere zum Beispiel ganz viele Hunde. Und ist halt, die Gefahr ist viel zu groß, dass irgendwas passiert, weil ich halt nicht nur mich selber gefährde. Die Qualität spielt natürlich die größte Rolle. Es wird viel geforscht und entwickelt in Europa an hochwertigen synthetischen Kautschukmischungen zum Beispiel. Deshalb sind hier die Reifen teurer. Billigreifen dagegen haben einen hohen Rußanteil, halten deshalb weniger lang. Genaue Vorschriften, wie ein Reifen aufgebaut sein muss, existieren nicht. Angegeben ist lediglich die Belastbarkeit und wie schnell man fahren darf. Normen in dem Sinne, dass man sagt, okay, du musst nach einer Vollbremsung nach 50 oder 60 Kilometer zum Stillstand kommen, die gibt's nicht, weil das sind natürlich individuelle Kriterien erforderlich, die dann definiert werden müssen. Wie ist der Straßenzustand, nass, Glätte, Eis, aber auch der Fahrbahnbelag als solcher. Selbst auf Autobahnen haben sie die unterschiedlichsten Fahrbahnbeläge, die natürlich dann Einfluss auf das Bremsverhalten haben. Die Gesellschaft für technische Überwachung plädiert dafür, dass es strengere Normen bei der Zulassung von Autoreifen gibt. Vom Internetkauf rät sie ab. Wir empfehlen ganz dringend, gehen Sie zum Fachhandel, zum Reifenhandel oder zur Werkstatt Ihres Vertrauens. Lassen Sie sich dort beraten und wenn Sie ein gutes europäisches Markenprodukt haben, können Sie nichts falsch machen. Im Test haben alle Billigreifen aus China und Osteuropa schlecht abgeschnitten. 100 Euro sparen für einen Satz Reifen? Fraglich, ob sich das lohnt. Ein guter Reifen schafft mehr als 40.000 Kilometer. Einmal
um die ganze Erde.